Das ist das iPad Pro, das neueste iPad. Mein Name ist Tobias Schülert, ich bin Cartoonist und Humorredakteur beim Stern und ich schau mal, was das Ding so drauf hat. Also, wir haben jetzt den Stift, das iPad, wir haben jetzt also alles, um unterwegs zeichnen zu können. Eine Sache brauchen wir noch, die App dazu. Apple empfiehlt Paper. Das ist eine einfache App, man kann damit als Einsteiger lernen, was der Stift alles kann und was die Besonderheiten sind, das probiere ich jetzt mal aus. Wir wählen hier einfach den Marker aus, nehmen den Stift und gucken erstmal, ob er drucksensitiv ist. Das heißt, wie beim richtigen Marker, wenn ich leicht drücke, gibt es eine kleine Linie, eine dünne Linie. Wenn ich jetzt stärker drücke, wird die Linie dicker und das klappt sehr gut. Die andere interessante Frage ist, wie weit hinkt der Strich der Pinselspitze hinterher? Der Apple-Stift gleicht 240 Mal pro Sekunde die Daten ab. Und wenn man schnell macht, sieht man, dass der Strich ein bisschen hinterherhängt, aber wenn man genau zeichnet, funktioniert das ganz gut. Kommen wir nun zu einer sehr interessanten Eigenschaft des neuen Apple-Stifts, und zwar sind in der Spitze zwei Neigungssensoren dran. Das heißt, der verhält sich wie ein echter Bleistift. Wenn ich ihn also neige, kann ich schraffieren und das ist auch drucksensitiv. Das heißt, es ist wie beim echten Bleistift auf dem Papier. Egal welchen Winkel ich halte, der Apple Pencil rechnet es so aus, dass es so aussieht, als würde ich mit einem echten Bleistift schraffieren und das in jeder Farbe. Also das sieht wirklich gut aus und ist sehr präzise. Auch beim Pinsel, also Wasserfarben, kann man das benutzen, diesen Neigungswinkel. Es ist so, wenn man jetzt live aus dem Farbtöpfchen dünne Linien macht, ist sie natürlich sehr, sehr stark. Wenn ich einen Pinsel doll drauf drücke, verschwimmen die Farben schnell und es ist mehr Wasser dran. Das wird hier alles dargestellt. Das iPad Pro ist sehr groß, was gut ist, weil ich viel Platz habe. Aber das heißt, dass ich nicht vom Rand überall hinkomme. Das Gute ist, das Programm und das iPad Pro ignoriert mein Handballen und erkennt so, dass ich damit nicht zeichnen möchte, sondern auflege und dann hier meine Arbeit einfach verrichten kann und auf dem Pad mit meiner Hand rumdrücken kann, wie ich will. Es passiert gar nichts. Top. Der Stift hält laut Apple 12 Stunden lang jetzt. Wenn er dann mal ausgeht, ich im Zug sitze oder so, brauche ich nur 15 Sekunden laden und dann hält er für weitere 30 Minuten. Also, der Stift lädt jetzt. Kommt ganz drauf an, wie lange man zeichnen möchte. Man sieht, dass es eine ziemlich fragile Angelegenheit ist. Man möchte jetzt nirgendwo gegenkommen, geschweige denn das iPad in die Tasche stecken und sich das hier alles abzubrechen. Also das ist schon komisch gelöst. Man muss sich also immer irgendwo hinsetzen und warten, dass bloß keiner gegenstößt oder irgendwas abbricht. Ich bin jetzt fertig mit meiner Zeichnung, möchte gehen, dann versuche ich hier den Stift irgendwie dran zu bappen, suche hier auch nach einem Magneten, den Apple ja auch hat bei der Schutzhülle, gibt nicht. Ich kann ihn nirgendwo reinstecken, es gibt keine Öffnung, das heißt, ich muss ihn immer separat irgendwie mitnehmen oder es kommen früher oder später Accessoires, wo man ihn dann mit einstecken kann, die natürlich auch wieder extra kosten werden. Das iPad Pro Plus Stift hat mir sehr gut gefallen. Man kann mit Programmen, kleinen Programmen schon tolle Ergebnisse erzielen. Für Einsteiger ist es auch sehr gut geeignet. Es ist ein teurer Spaß mit 900 € für das Pad und 100 € für den Stift, aber ein sehr, sehr schöner teurer Spaß.